Moin Moin, willkommen zurück beim Xbox Front Twitch Stream mit Wolfenstein, The Old Blood. Wir sind in Kapitel 3. Burg Wolfenstein, ach du Scheiße. Ja, genau, das fängt ja gleich gut an, ey. Ja. Ach, hör doch auf, ey. Hab ich irgendwas? Na, das... Ne, er lebt noch, verdammt. Oh! Huh! Holy moly! Fängt ja gleich gut an, ey. Ah. Alter! Dreckigen Nazi... Keiner. Wo kommen die denn plötzlich alle wieder her? Ich denke, ich kann in Ruhe noch Munition einsammeln und Rüstung hier? Nee. Ich bin fast wieder tot. Das gibt's doch gar nicht. Alter. Ihr Schweine. Ach so, die sind unzerstörbar. Na, Logo. Ah, immerhin ein bisschen Rüstung, ne? Oh. Ich will da durch. Wie komme ich da hin? Verdammte Axt. Geht's da runter? Und ein anderer Zugang da, okay. Hier? Aha. Map nehme ich da immer gerne mit. Was ist das? Sieht so aus. Ah. Oh, hier ist noch was Dickes. Schön. Schließen, öffnen. Ah, okay. Na klar, es muss mega Krach machen dabei. Ach, wo... Alter! Haben die mich denn so schnell hier gesehen, die Penner? Dummen Drecksnazis. Ach! Ich brauche echt mal ein bisschen Heilung wieder. Oh, wie viele? Ja, komm, hüpf wieder runter, du. Hau ab, nein! Oh! Alter. Nein. Lebt er immer noch hier, hä? Wo ist denn der jetzt hin da? Hängt er? Voll Idiot. War's das? Mann, oh Mann. Oh, eine dicke Heilung, jawohl. Mach doch mal die Hupe aus. Lärmbelästigung. Hä?
Nein! Mist Shrine! Oh, ich sind doch überall hier! Sind wir jetzt schon wieder her? Oh yeah! Doch das weiterrennen und nicht flankieren, richtig, ne? Idioten. Seid ihr alle tot? Mein Rucksack, ja, ach, Hosentasche. Alte Videospiellogik, da passt doch alles rein. Wieso ist der Alarm jetzt aus? Keinen Offizier jetzt hier gesehen, aber okay. Ist nichts gegen. Alter, wie sie hier liegen. Oh Mann. Tonnenweise Munition. Ach, ja, genau, ey. Genau. Ging es jetzt nochmal hoch hier? Okay. Oh, ich finde das Spiel aber, das macht Spaß. Das ist ganz cool. Also ich mag es, muss ich sagen. Könnte ein bisschen weniger Schleichen sein, aber es hält sich ja jetzt eigentlich in Grenzen. Wie lange spiele ich denn jetzt? Es ist gleich 9. Ich habe um 6 Uhr angefangen. 3 Stunden. Es sollen ja 2 längere Missionen sein hier. Also habe ich jetzt, naja, noch nicht ganz die Hälfte. Für 20 Euro ist das eigentlich in Ordnung. Bis jetzt, muss ich sagen. Burgeingangshalle. Okay. Hä? Achso, muss hier hoch? Ja. Ist jetzt nichts wirklich Neues, ne? Aber von einem Add-on oder DLC, was will man da auch erwarten? Immer die kleine Kackwaffe. Nein! Und das war's. Shit, ich dachte, ich kann hier mal wieder durch. Was heißt denn mal wieder? Ja, komm. Machen wir uns nichts vor, wa? Mal wieder. Ich dachte, ich krieg die beide schnell genug gekillt. Aber wenn ich natürlich nachladen muss, wird's blöd. Findest du, die Penner? Ja, okay. Das hat wohl wenig Sinn da oben. Ja, was ist da
erste. Hallo. Weg, Schwein. Die Aim-Skills wieder mal abwesend. Naja. So schlimm war es nur auch nicht, du. Das hat ja nichts mit Aiming zu tun gehabt, wenn ich hier nachladen muss. Da kann ich wenig machen. Ah, das ging ja. Was haben wir denn hier Leckeres? Oh, schön Schinken. Yum, yum, yum. Melonen, die gehen zum Glück auch kaputt. Oh, und unzerstörbares Brot. Ach, Menno. So, das ist so. Gibt's denn hier Gutes? Fleisch, Jürgen. Innereien, Viktor. Gemüse, Jutta. Küchenhilfe, Uwe, Hannelore, Ursula. Kellnerin, Heidi, Ingeborg, Gunhild. Bratkartoffeln, Sauerkraut. Lapskaus. Ja, das ist aber eher was Norddeutsches, du. Wenn ihr schon in Paderborn seid, hier an den Alpen, dann gibt's sowas da eher nicht. Spanferkel, Schweinshaxe, Schlacht, Schüssel. Was ist denn eine Schlachtschüssel? Hackepeter. Da haben sie wirklich so alles Deutsche, außer Bratwurst fehlt noch. Aber Schlachtschüssel? Schlachtplatte, okay. Aber Schüssel? Habe ich jetzt noch nicht so gehört. Ach, ein Hoch auf die Klischees, wa? Bereich frei halten. Mach ich. Ich halte ihn frei von Nazis. Das? Na gut. Dann muss ich wohl wieder hier hoch. Ne? Hä? Hier vielleicht? Okay. Ach, ich hätte hier wahrscheinlich auch einfach vorbei schleichen können. Nur da drüben hin muss. Ich den ganzen Kampf hier gar nicht machen müssen. Ach Mist, hier geht's nicht lang. Hä? Komm ich denn da hoch? Ach hier. Okay. Das Klischee muss bedient werden. Ja, auf jeden Fall. Hege und pflege dein Klischee. Doch hier, wie heißt er? General Totenkopf. Ja, die Hunde sind wirklich nicht besonders gut trainiert hier. Wow. Wer zur Hölle? Wer hat er da? Och, guck mal hier. Ist es nicht praktisch? Direkt neben ein Betten-Scheißhaus. Super, die Nazis hier, hä? Ach, mit leckeren Fliegen hier. Oh, ein Traum. Das muss stinken hier, alter Schwede. Mann, oh Mann. Oh, hier ist was bestimmt. Ah! Ach, gut, ich dachte, es wäre eine Granate. Das war nur ein Messer, was ich geworfen habe. Im Geheimbereich oder? Ne, hier muss ich wohl weiter. Guck ich erstmal noch hier draußen rum.
ist ähnlich wie der Schlachtplatte, nur Schlachtsoße dabei ist. Ach so, das gibt's echt? Ah, okay. Das wusste ich jetzt gar nicht. Was haben wir denn hier? So ein Pornoheft. Greta, Kampfhund des Jahres. Ui, die Greta. Guck an. Oh, hier. Geheimfach. Was? Hamlet. Oh. Cool. Oh, mein Jorik. Jorik? Ups. Wer ist denn Jorik? Jorik? Sagt euch das was? Ist das wieder irgendeine Referenz zu einem Spiel oder so? Der Delle hier? Jorik? Sagt mir leider gar nichts. Greta. Ach, das ist hier das Zimmer vom Herrn Jäger, von dem Spacken. Kampfhund des Jahres. Greta von Wolfenstein, 1946. Greta. Okay. Ach, guck mal hier. Fuck, das ist doch hier, ach. Aus tausenden Rollenspielen bekannt, die Dinger. Ich weiß jetzt nicht, wie sie heißen, aber die kennt man ja eigentlich auch, die Dinger hier. Nice. bisschen eingebildet, aber schickes Porträt. Und scheiße aus. Super. Jorik, wer ist denn Jorik? Oh, was haben wir denn hier? Ingrids Brief. Rudi, mein lieber Junge. Ich wünschte, du hättest dir die Zeit nehmen können, deine arme Mutter an Weihnachten zu besuchen. Aber du hattest ja bestimmt zu tun, was weiß ich schon. Du warst so ein liebes Kind, so ein guter Sohn. Ich fühle mich schon wirklich, was? Ich fühle mich wirklich, und vielleicht hätte ich dir schon früher sagen sollen, gesegnet, dich zur Welt gebracht zu haben. Ich weiß, dein Vater war so manches Mal grausam zu dir. Sehr grausam sogar. Aber das ist jetzt alles Vergangenheit, oder nicht? Solche Dinge sollte man nicht allzu lange nachweinen. Nö. Ach ja, so ein paar Prügel, wa? Und außerdem war ich immer da, um deine Verletzungen zu pflegen. Super. Damit du keine Infektion hast. Darum ist es ungerecht, wenn du mir die Schuld dafür gibst, was er dir angetan hat. Du weißt, dass er dich nur zurechtweisen wollte. Wenn ich ehrlich bin, tat er so manches Mal recht daran. Denn obschon du die meiste Zeit über ein guter Junge warst, so konntest du auch sehr, sehr böse sein, wenn diese düstere Stimmung über dich überkommen hatte. Ich bin mir sicher, du verstehst heute, warum dein Vater damals seinen Gürtel gebrauchen musste. Okay. Mein lieber Junge, du weißt, was für schwere Zeiten ich durchgemacht habe, nachdem dein Vater gestorben war. Ich hatte keine andere Wahl, als dich zu deinen Cousins zu schicken. Und da du nun bei den Spezialeinheiten so erfolgreich bist, hatte ich gehofft, ja klar, dass du mir vielleicht ein wenig Geld schicken könntest. Ach, Mutti. Es muss nicht viel sein, mein Lieber, aber es würde ein wenig die Schmerzen lindern, die mir das Alleinsein im Alter bereitet. Oh Mann. Deine dich liebende Mutter Ingrid. Ach, die gute Ingrid, wa? Da hat er mal ein bisschen auf die Schnauze gekommen, der Rudi. Und jetzt lässt das an irgendwelchen Amis oder anderen Leuten aus. Wann ist eigentlich die QuakeCon? Keine Ahnung, du. Das hier ist doch auch aus irgendeinem Spiel, oder? Das ist doch Fallout, hä? Das erinnert zumindest sehr stark daran. Das ist ja nice, dass sie hier so viele Secrets verstecken. Glanzleistung, okay. Das ist ein Poro neben mir, ja. Na gut, gehen wir weiter. Beziehungsweise, Moment, hier unten war ich noch nicht. Ah. Ach, das ist nur die Küche hier, okay. Okay. Drecksack. Super, ich baller 20 Kilometer weiter und ihr hört das. Sehr ganz groß, Freunde. Das ist ja ganz groß. Ganz groß. Bin stolz auf euch, ihr scheiß Nazis.
Die scheint es einen Kack zu interessieren hier. Scheiße, ist doch ein Geschütz da drüben, hä? Alle seid ihr denn hier, Spacken? Arschloch. Einen schon mal ruhig gestellt. Da ist doch schon der nächste. Super. Greift doch. What the fuck? Nimm mal lieber nur eine. Na komm! Rutschst denn du hier lang, du Spacken? Bäh. Hat nicht noch gezuckt? Drecksack. Hier geht's schon wieder weiter. Ich bin ein bisschen schnell, hä? Ich vergesse ja hier immer die Hälfte. Oder was heißt vergess? Ist bestimmt noch mehr zu entdecken. Komm ich hier nicht irgendwie rüber? Das ist doch ein Geschütz. Nö, schade. Na gut, dann halt nicht. Ich nehme meistens hier die MG als Waffe, weil ja, das scheint mir hier schon so die beste zu sein, ne? So, ich spiele eh am liebsten in irgendwelchen Shootern einfach mit einer MG. Sniper, ja, gut und schön, aber die Bereiche sind jetzt nicht so mega weitläufig hier, als dass man einen Sniper braucht. Und Pistole, ja, gut, ne? Schleichen lassen wir mal sein. Was gibt's denn noch? Ja, das Ding hat viel zu wenig Munition. Shotgun ist auf die Reichweite jetzt auch nicht so super sinnvoll und hat nicht so viel Muni. MG ist dann doch halt immer so das beste Allround-Mittel, ne? Na gut. Und jetzt? Ah, hier. Ah, na klar. Komm. Jetzt kann man natürlich mal snipen. Ja, Schleichen überlasse ich dann lieber euch. Das könnt ihr ja gerne machen, aber ja, ne? Muss ja nicht. Muss ja nicht unbedingt sein. Was ist das? Nochmal Gold. Okay. Granaten. Brauche ich ja auch nicht wirklich so oft, ne? Ach, hier.
Da passt du durch. Du Schrank. Okay. Interessant. Das war so klar. Das hat ihn jetzt auch gekillt. Sind denn die Drecksäge? So, Offiziere geplättet. Jetzt kann ich doch in Ruhe gucken, was hier abgeht. Oh, nee, hä? Das, der lebt immer noch. Das gibt's doch nicht. Drecksäcke. Ja, und nur 3 Granaten mitschleppen, das ist jetzt wirklich nicht viel. Schon wieder Gold. Ha. Gold! Moin Chris, moin moin. Ja, ich find's bis jetzt überzeugend. Also mir macht's Spaß. Ich find's gut. Muss doch irgendwo noch was Schickes versteckt sein, hä? So eine Bibliothek hier. Ein Geheimfach oder sowas. Wirklich gewesen sein hier schon wieder. Naja, gut, wenn man so ein bisschen erstmal drin ist, dann ist es jetzt auch nicht übermäßig schwer auf normal, ne? Hm, mit Ventilator, modern. Die Frage ist, wie wird der Ventilator betrieben? Ich sehe hier keinen Stecker. Geht natürlich wieder nicht kaputt. Ach man, oh. Immer so halbgar hier. Das ist ein bisschen schade. Wer hat denn hier gelegen? Es spielt vor die New Order. Es ist Prequel sozusagen. Hä? Was war das? Hm. Oh Scheiße, da ist er ja. Jetzt gucke ich mal erst, dass meine Waffen alle nachgeladen sind. Hier geht doch gleich Boss Battle Action ab.
Verhörbericht. Befrager Major Rudi Jäger. Befragter Zahlenkombination XY. Die befragte Person ist ein mutmaßlicher Doppelagent der Alliierten. Die Person war zum Zeitpunkt ihrer Festnahme auf Burg Wolfenstein in Begleitung eines weiteren Agenten. Befragter Nummer so und so. Während sie versuchte, in das archäologische Forschungsbüro von Oberstleutnant von Schaps einzudringen. Es wird zudem vermutet, dass die Agenten Unterstützung durch eine Kontaktperson Person der Widerstandsbewegung hatten. Die Person wurde nach ihrer Identität, ihrem Auftrag in Burg Wolfenstein und ihrer Kontaktperson im Dorf befragt. Außerdem wurde gefragt, worauf sie es in Frau Oberstleutnants Büro abgesehen hatte. Die Person verweigerte jegliche Antwort. Das ist richtig so. Der Person wurden Stromschläge verabreicht. Die Person zeigte sich mental standhafter als ursprünglich angenommen. Sie verweigerte trotz der körperlichen Belastung weiterhin die Kooperation. Anstatt der Stromschläge es wurden Schläge auf den Kopf sowie Messerschnitte am Körper zugefügt. Aua. Des Weiteren wurden der Person Eiswasser ins Gesicht geschüttet. Ohne Ergebnis. Die Person kooperiert nicht. Die meisten Menschen hätten schon weit früher den Widerstand aufgegeben. Aber daher muss sich bei der Person um einen erfahrenen, hochrangigen Agenten handeln. Viertens, die Person weigert sich auch nach längerer Behandlung mit Stromschlägen die Identität ihres Kontaktmanns vom Widerstand preiszugeben. Die Person ist körperlich nahezu vollends erschöpft und bei weiterer Behandlung mit Stromschlägen ist ein Ableben wahrscheinlich. Die Befragung ist daher kurz unterbrochen, damit sich die Person erholen kann. Das ist ja nett von euch. Ich spreche den jetzt mal noch nicht an, denn dann wird garantiert eine Zwischensequenz getriggert. Was sind denn das für Anatomiebilder hier? Krass. Tribüne, alter Schwede. Sieht fast genauso aus wie der von vorhin, der Kopf. Hm. Nee, die brauche ich bestimmt noch. Okay. Richtig versorgt. Das sammle ich mal noch nicht ein. Auch nicht. Bin ich auch voll. Gucke an. Na, schön dann. Gucken wir mal, was er zu sagen hat. Hey. Kommen Sie, Wesley. Aufwachen. Wachen Sie auf. Kommen Sie, Wesley. Hey, ja. Keine Ahnung, wie sie überlebt haben. Kommen Sie. Geht doch. Ich habe einen Geheimtrick. Bis 14. Einatmen. Bis 14. Ausatmen. Alles klar. Okay. Kann ich empfehlen. Na los. Oh oh. Da war das Gretel. What? Sie frisst ihn auf, das Drecksluder. Schon, dass du nicht mehr aufwachst. Greta, bleib. Greta war hungrig. Ich wollte das Fleisch nicht verkommen lassen. Das war schlimm. Alter. Er hat mein Rohr kaputt gemacht. Du Schwein. Dreckschwein. Das nenne ich Humor. Warst bestimmt der Klassenkasper in der Schule, oder? Ja, seine Synchro ist ein bisschen scheiße, leider. Mein Vater starb durch einen Stromschlag. Solche Unfälle waren in den Kohlengruben im Ruhrgebiet können selten. Mein Onkel erzählte mir, dass er Wasser stammt, als es passiert. Wasser leitet Strom. Und was ist in unserem Körper? Ganz genau, Wasser. Du bist ja ein Cleverle. Wenn ich diesen Knopf drücke, wird über dieses Wasser Strom durch deinen Körper geleitet. Und du wirst die entsetzlichsten Schmerzen erleiden, die du je erlebt hast. Okay. Wenn du dir das ersparen willst, was ich absolut verstehen könnte,
Beantworte einfach nur meine Frage. Also, wer ist deine Kontaktperson im Dorf? Nico. Wer ist das, Nico? Nikolas. Brüller! Hurra. Diese Mädchen werden dich nicht retten. Ha, du Trottel, ich regeneriere mich wieder. Zumindest so ein bisschen, ne? naja. Da guckst du gerade Gretel. Wenn ich entkomme, grill ich dich auf diesem Stuhl, bis du stirbst. Au! Okay. Das ist ja totaler Quatsch, oder? Ich regeneriere mich trotzdem wieder auf 60 hoch. Das ist natürlich ein bisschen blöd. Wenn ich mit dir fertig bin, dann töte ich deinen Köter. Nein, lass deinen Köter dich fressen. Wow! Rambo Mode! Yeah, mein heiliges Rohr! Es vernichtet ihn. Und Gesundheit währenddessen auch noch aufgenommen. Komm, jawohl. Ach man, schade. Was? Wo ist denn der hin? Na, das war fast ein bisschen enttäuschend, hä? Muss ich mal sagen. Ja. Es wurde nicht geballert, aber... Hm. Gute Nacht sagen will ich ihm noch. Scheiße, ich hab keine. Danke für deine Waffe. Ach komm! Oh. Ja, das war ein bisschen enttäuschend jetzt hier, wie der Hund abgenibbelt ist. Lebt der Spacken jetzt noch hier, der Rudi? Rudi Jäger! Ach, hier, ja, okay. Ich will das Schwein tot sehen! Hätte ich mal vorhin doch nicht die ganze Munition eingesammelt, wa? Schön blöd. Naja. Ach, hier gibt's doch gleich wieder ein bisschen was. Wo seid ihr? Super, jetzt ist mein Zielding hier wieder weg, hä? Wie er zurückzuckt. Penner! Ach, nee! Leck mich doch! Angeblich soll Doom, ja, und man hat ja hier bei The New Order war ja ein Beta-Key dabei, ne? Aber seitdem hat man ja nichts gehört. Irgendwie auf der letzten QuakeCon sollte doch was gezeigt werden davon. Ich mich nicht komplett irre. Von Doom. Aber seitdem, ja. Ach, ich weiß nicht, ich fand Doom ehrlich gesagt auch nie so geil. Also Doom 3 war jetzt nicht so der Knüller, das sah gut aus, aber so rein spielerisch war es jetzt auch nicht so der Bringer. Und die Dinger davor, die habe ich gar nicht gespielt, ehrlich gesagt. Ah, okay, wenn ihr euch aufreißt. Also mal sehen, wenn es so ähnlich wie das sich so ein bisschen oldschooliger spielt. Und dann wäre ich im Grunde schon zufrieden mit dem Ding.
mit zum neuen Doom. Happy! Idioten seid ihr! Ich hab ihn! Nein! Ah! Ist jetzt los hier? Vorhin sag ich noch großkotzig, ist ja voll easy und was ist jetzt? Jetzt krieg ich hier die Hucke voll. Ich weiß, das muss ich vielleicht nicht unbedingt machen. Und der hat seine Augen ja auch schon zu, aber naja. Anatomische Theater. Ach komm. Da guckt er um die Ecke. Niedlich, wa? Ändere doch mal dein Leben, nicht nur deine Position. Shit. Wie, ich versuche zu fliehen. Ich werde euch alle töten, ihr Spacken. Nichts mit fliehen hier. Oh, wo kommen die denn alle plötzlich her hier, die Pisser? Oh, wie schlecht. Oh, nee. Mann. Ist ja tot, ne? Also. Oh, hier ist dicke Heilung. Okay. Ach ja, genau. Lebt ja immer noch das Arschloch. Boah, wie schlecht. Oh, wie doppelt schlecht, ey. Zwei Schuss ist nicht euer Ernst. Oh, komm. Alter! Oh, das gibt's doch gar nicht. Zwölf Schuss, what the fuck? Die. Muss da noch irgendwo ein bisschen Heilung liegen oder so ein Scheiß, ne? Also. Nee, ich hab dich, du Arsch. Arsch. Endlich Ruhe hier, mein Gott.
War wieder nicht ohne. Ist da lang? Ja, wahrscheinlich. Bei der letzten QuakeCon haben sie den Livestream abgebrochen, als Doom gezeigt wurde. Ja, ich weiß, der soll ja, die Leute, die dort waren, die sollen was gesehen haben, ne? Und das soll auch ganz geil ausgesehen haben, aber, joa. Ist ja fast erstaunlich, dass das niemand mitgefilmt hat, hä? Oder gab's das nicht sogar, dann was zu sehen, was da jemand mitgefilmt hat? Aber... Joa. Steig in die Seilbahn zum Dorf. Triff dich mit Kessler im Gasthaus. Sprichst du jetzt mit der Ratte oder mit wem? Schaffst du das, Billy Boy? Aber mit links. Billy Boy? Aha, also heißt er Billy. Oder wie? Nun ja, Kapitel 4, Flucht. Nun denn, okay, dann mache ich hier nochmal eine Pause und dann begeben wir uns auf die Flucht. Bis gleich.